So, hallo. Hallo. Also wir sind jetzt weitergefahren von der Messe Düsseldorf und unsere Intention war nur, einen Stellplatz zu finden, der WLAN hat. Dann haben wir den nächstmöglichen angefahren Richtung Heimat und sind dann nach Elsdorf gefahren. Und als wir dann da mal auf der Karte nachgeschaut haben, wo wir eigentlich stehen, haben wir festgestellt, dass wir hier am Tagebau von Hambach sind. Ja, genau. Und heute ist es leider etwas diesig. Wir wissen jetzt nicht genau, wie die Bilder rüberkommen, aber wir versuchen natürlich etwas einzufangen. Aber das ist jetzt mal hochinteressant, so einen Tagebau von nahem zu sehen. Habe ich ja noch nie gesehen und ja, du ja auch nicht. Nee. Gell? Also von daher ist das jetzt sehr interessant für uns und ich muss sagen, es sieht fürchterlich aus, wie das hier aussieht. Ja, es ist natürlich ein Umweltfrevel, das ist ganz klar. Die Braunkohle ist ja verwendet worden und die wird auch bis 2038 weiterverwendet. Bis dahin wird hier abgebaggert und ab 2014 ist dann RWE klimaneutral. So steht es hier geschrieben. Also dann hoffe ich mal, dass es auch etwas schneller geht und die das früher hinbekommen. Die Firma RWE gewährt an mehreren Stellen durch eine Aussichtsplattform Einblick in den Tagebau und hier rechts ist sogar eine Stelle, da sind Liegestühle aufgestellt, da kann man in Ruhe die Arbeiten im Tagebau beobachten. Thank you.
Also wir sind jetzt durch die Ortschaft durchgefahren, durch Mannheim. Also aber nur mit einem N geschrieben? Richtig, mit einem N und ohne Menschen. Ja, also ich muss euch sagen, das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl, durch einen Ort zu fahren, wo niemand mehr ist. Alle Fensterläden sind zu, Türe sind zu und Abrissarbeiten am Gange. Komisch. Irgendwie ist das komisch. Ja, und die Kirche, die war ja ganz eindrucksvoll. Ja, und das ist vor hunderten von Jahren ist die gebaut worden und jetzt wird sie einfach dem Erdboden flach gemacht. Und nur wegen der Kohle. Ja. Also es, da sollte man sich schon irgendwie Gedanken darüber machen. Haben wir sicher Gedanken gemacht. Ja, ja, aber diese Menschen hier sind jetzt alle irgendwo umgesiedelt worden, die vielleicht schon zum Teil Generationen hier wohnen. Ein komisches Gefühl. Wir sind auch durch eine Ortschaft durchgekommen, die hat am Ortsnamen neu davor gehabt und es waren auch ganz neue Häuser. Das ist, heißt, es war eine ehemals ausgesiedelte Ortschaft. Ja, und die haben dann ihren Ortsnamen mitgenommen und wahrscheinlich neu davor gesetzt. Es waren also, ganz neue Häuser. Ja, ja, so sieht es aus. Ja. Also ist sehr interessant. Kann man ja, nur empfehlen. Und Stellplätze gibt es viele, es gibt auch viele Aussichtsplätze. Mhm. Wir schauen nochmal, was wir noch finden. Also, weil das interessiert uns jetzt natürlich. Und da bleiben wir jetzt am Ball. Ja, und dann schauen wir mal, was wir da jetzt noch alles zu Gesicht bekommen. Genau. Ja, schauen wir, machen wir einen Schwenk, da stehen wir ja gerade vor so einem Haus. Kann man das erkennen? Geht schon. Kein schöner Anblick. So, jetzt sind wir noch mal ein Stück weiter gefahren zu einem anderen Aussichtspunkt und es ist schon irre, diese Mondlandschaft, das ist irre. Und auch wenn man durch die Ortschaften durchfährt, ja, die jetzt dann irgendwann den Erdboden gleich gemacht werden. Also ja, es ist wahnsinnig, das ist ein Riesengelände, das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man das so im Fernsehen sieht und wenn man dann real davor steht, das ist eine Weite hier, eine, ja, und wie der Helle gesagt hat, es ist die reinste Mondlandschaft. Ja, also da müssen Milliarden, über Milliarden verdient werden, denn das Ganze, die ganzen Ortschaften, den Erdboden gleich zu machen, das ist ja eine irre Investition, ja. Das ist krass, richtig krass. Und in 20 Jahren oder in 30 Jahren ist das wahrscheinlich ein Ausflugsgebiet mit einem riesengroßen See. Naja, in 20 Jahren ja nicht, wenn das bis 38 erstmal ja, noch abgebaut werden 38, soll. 17 das, Jahr. Ja, ja, eben. Das sind in 20 Jahren sind da noch keine blühende Landschaft. In 3 Jahren ist es dann voll. Oh ja. Wir werden sehen, also 2038 fahren wir nochmal her, Ossi. Und dann machen wir noch einen Badeurlaub.
Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Schön wäre es. Wenn man gesund bleibt, kommen wir nochmal her. Ja, aber 38 wird es nicht hinhauen. Schau mal, vielleicht mit einem schönen Wohnmobil. Auf jeden Fall sieht es hier furchtbar aus. Interessant, furchtbar interessant, ja, meinst du? Also, ja, klar, es ist sehr interessant, das alles einmal zu sehen. Aber es sieht furchtbar aus. Interessant. Ja, klar, unbestritten. Also, wir sind permanent auf der Suche nach WLAN-Stellplätzen. Das wird sich jetzt ab nächster Woche ändern, denn ich habe mich kundig gemacht bei unseren YouTube-Freunden und habe mir ein paar Lösungsmöglichkeiten sagen lassen. Und ich werde diese eine davon nutzen, denn wir werden uns jetzt da nicht mehr so abhängig machen von WLAN. Aber man muss eins sagen, man gibt einen Stellplatz mit WLAN gesucht. Man findet so gut wie keinen Stellplatz, der dann WLAN hat. Also das steht zwar angegeben, WLAN vorhanden, aber es gibt dann kein WLAN. So ging es uns jetzt in Elsdorf, ja. Und jetzt stehen wir hier am Rande vom Nationalpark Eifel. Da kommt jetzt der Bähnchen gleich. Ja, so hört schon an, ja. Ja. Und es gibt zwar kein WLAN, aber einen wunderbaren Stellplatz. Ah ja, der Oberferze. Ja. Also insoweit ist das ganz gut und das werden wir dann in Zukunft natürlich nicht mehr haben, Ossi. Ja genau, da sind wir dann noch flexibler. Ja, aber ich gebe dann nicht mehr WLAN-Stellplatz an, dann kommen wir an die schönen Orte nicht mehr hin. Wir werden auch deswegen schöne Orte finden. Und eben an Hambach, wo wir ja jetzt waren. Hambacher Tagebau. Ja genau, in Elsstadt oder Elsdorf. Elsdorf. Ja, also mir blendet der Ortsname nochmal unter ein, würde ich sagen. Ich blende die ganze Karte ein. Ja, und da sind wir ja eigentlich auch durch Zufall hingekommen. Ja. Und dann haben wir festgestellt, dass wir ja genau am Rande vom Tagebau sind. Und das mussten wir uns natürlich anschauen. Und da der Helle sehr gerne verlassene Dörfer anschaut, sind wir da natürlich durch zwei gefahren. Vielmehr das eine, das war, also sah aus, wie wenn es vollkommen verlassen war. Mannheim? Ja, mit einem N. Und das andere, Merzingen oder so ähnlich. Ja, glaube ich, so hat es gesagt. Also ja. Das sah aus, wie wenn da noch ein paar Restbestände an Bürgern vorhanden ist. Ja, genau, aber es war auch schon sehr, sehr trostlos. Ja. Und ja, und da ist mir dann einfach auch ein bisschen so durch den Kopf gegangen. Wir müssen beide steigen, wir haben nämlich beide Hunger. Ja, ja, klar. Aber das geht ja gut nebenher. Nee, aber mir ist dann durch den Kopf gegangen, dass einfach alles vergänglich ist. Also nicht nur diese ganzen Dörfer, die ja jetzt dann irgendwann verschwunden sind, sondern wir ja auch, gell? Ja, da wäre jetzt auch eine Straße abgegangen Richtung Engelsblick und habe ich gesagt, nein, ich will noch keine Engel sehen. Nein. Und das bestärkt uns jetzt natürlich wieder in unserem Vorhaben,
dass wir unsere Zeit noch genießen, oder? Ah ja, natürlich. Also, weil es ist alles vergänglich, alles kann ratzfatz vorbei sein. Und ja, so, das waren jetzt meine Worte. Meine also, das hast du so schön gesagt. Wann bestellen wir uns ein neues Wohnmobil? Also, oh, das gehört jetzt nicht unbedingt zum Genießen dazu. Nein, man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. Und kann aber Wünsche realisieren. Genau, wie habe ich schon öfters gesagt, träumen kann man. Und was dabei rauskommt bei denen Träumen, das werden wir sehen. Auf jeden Fall werde mal jetzt mal hier was kochen, denn wir haben Hunger. Gell? Absolut, auch dringend, ja. Und es so gibt übrigens Gurkensalat mit Bratkartoffeln. Mit Bratkartoffeln bei uns. Ja. Die Reste müssen aufgegessen werden. Morgen gehen wir einkaufen, denke ja, ich. Ja, du hast ja gesagt, die Reste müssen weg. Ja. Mhm. Und damit wir Neues einkaufen können. Jawohl. Ja, also wir hoffen, die Bilder, die wir jetzt euch gezeigt haben vom Hambacher Tagebau, ja, die haben euch gefallen. Ich habe noch versucht, die Protestanten zu finden, die es da gibt, ja. Die Protestierer, da gibt es ja das Protestiercamp, so, ja. Ja. Aber ich habe es nirgends gesehen. Ja, von einer Aktivistin. Ja, sonst, mhm, sonst hätte ich euch da auch noch ein paar Aufnahmen gezeigt von denen. Ja, wo genau der Hambacher Forst ist, haben wir jetzt nicht gesehen. Zumal das ja ein Riesengebiet ist, dieser Tagebau, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also der ist riesig. Helle wollte zwar zuerst drum rumfahren, aber ich glaube, da würde man nur Stunden unterwegs sein. Also ich fand das schon riesig. Wir waren schon ziemlich drumherum. Ja, meinst du? Ja, okay. Also, jetzt schauen wir mal, was man dabei filmen konnte, weil, wie gesagt, es war, ist noch etwas trübe. Und es hat schon funktioniert. Ja, und jetzt wollen wir, und jetzt machen wir hier Schluss und labern nicht mehr so viel. Genau, wir schalten euch nur mal kurz ein, wenn wir fertig sind. Dann könnt ihr schauen, was wir leckeres zum Essen haben. Bis dahin konzentrieren wir uns jetzt auf das Werk und das Werk muss gelingen. Also, dann sage ich jetzt einfach mal tschüss. Das erste, tschüss, wir melden uns gleich nochmal. Nein, schick gesagt, vielleicht mal reicht ja auch ein Foto. Naja, also wir sehen, also auf jeden Fall mal tschüss. Wir sehen uns wieder und vermutlich im nächsten Video. Wenn nicht, dann gleich danach. Nein, jetzt sind wir mal fertig, oder? Helle findet kein Ende. Wir machen jetzt fertig. Also dann, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns wenigstens einen Daumen hoch. Ja, genau. Und wir verabschieden uns halt dann, leider. Ja, wir sehen uns doch alle wieder. Also ihr Lieben, macht's gut. Ciao. Tschüss.